Machen wir weiter mit unseren Roomtouren von der CMT und diesmal mit einem Tabard Da Vinci 490 TD. Wahnsinn. Sehr schönes Fahrzeug. Was haben wir hier? 7,31 Meter Gesamtlänge. Gesamtbreite 2,32. Zulässiges Gesamtgewicht ist 1600, optional halt als Auflastung 1800 Kilo. Wir haben hier das Modell mit dem Preis 27.089 Euro. Also ein bisschen ist schon auf die Basis draufgeschlagen, weil ein bisschen Zusatzausstattung schon drin ist. Wir gucken uns direkt mal von außen an. Auch hier wieder sehr schön, ne, mit den Rahmenfenstern. Finde ich sehr schön. Ich finde die Heckpartie sehr, sehr schön gelungen. Was haben wir hier außen? Auf der anderen Seite kann ich euch jetzt leider nichts zeigen, glaube ich. Da steht nämlich wieder direkt angedockt ein Fahrzeug. Aber man sieht halt schon hier die Stromdose, ne, TV vorne für die Toilette. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und dann zeige ich euch das Ganze mal von drinnen. Stelle ich mal meinen Rucksack hier ab. So. Wir haben direkt im Heck eine schöne Rundsitzgruppe. Und das finde ich natürlich super, ne, auch bei so einem Fahrzeug, was dann echt eine richtig schöne große Rundsitzgruppe hat. Wirklich, wirklich toll. Dann hier oben auch jede Menge Dachschrankklappen mit viel, viel Platz. Hier oben drüber wieder ein schönes Heki mit viel Licht. Hier an der Tür direkt haben wir die Steuerzentrale für Wasser, Strom und den Batteriestatus mal abzulesen, genau. Und halt den Hauptschalter. Auf der anderen Seite haben wir direkt zum Eingang die Fernsehhalterung, oben drüber noch so eine kleine Vitrine, unten drunter diesen obligatorischen kleinen Schrank, wo man, keine Ahnung, mal quer vielleicht ein paar Schuhe reinstellen könnte. Wir haben eine Fliegenschutzgittertür schon mit drin. Hier auch nochmal, ne, kann man auch mal was drunter werfen, direkt wenn man reingekommen ist. Hier nochmal die Bewerbung, ne, dass der Boden so stark ist. Das ist natürlich schön. Hier auch wieder kann man drunter packen und laden. Dann haben wir hier auch in der Ecke von der Rundsitzgruppe nach vorne zum Küchenblock hin so ein bisschen Ablagefläche. Aber da ist natürlich wieder clever mitgedacht, nicht nur Ablagefläche. Nein, da kannst du auch dann logischerweise was laden. Entweder über 230 Volt oder über USB. Das finde ich ganz schön pfiffig, denn da kann man auf jeden Fall mal sein Handy laden. Ja, was haben wir hier? Viel Platz in den Schrankklappen oben drüber wieder für Teller und diverses anderes. Hier die schönen großen Schubladen, wo auf jeden Fall jede Menge Platz vorhanden ist. Hier ist nur eine Klappe hinter. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da auch eine Schublade verbaut hätte. Aber gut. Was haben wir hier? Apothekerschrank. Ja, hat ja mittlerweile fast jeder, ne? Ja, Spüle. Ordentlich Tiefe. Finde ich gut. Dann hier. Drei Flammenkocher, wie schon in den anderen Fahrzeugen, kann man auch mal hier sehen, ne, welche Größen dafür gedacht sind. Da kriegt man auf jeden Fall auch mal eine etwas größere Pfanne. Jetzt nicht die riesen Paella-Pfanne, aber da kriegt man schon was drauf gemacht. Ja, was haben wir auch? Wir haben hier Dometic, Klimaanlage mit an Bord. Ordentlicher Kleiderschrank für jede Menge Klamotten mit vielen Einlageböden. Das finde ich auch mal sehr schön. Wir haben die Truma-Heizung verbaut. Hier nochmal Kleiderschrank mit einer Kleiderstange, wo man dann auch mal hier wieder sehr schön, finde ich, ein paar lange Jacken aufhängen kann. Denn in den vielen ist ja, hatte ich ja schon mal erwähnt, direkt der Boden dann hier so in der Höhe. Und dann hat man hier nicht sehr viel Höhe für mal eine vernünftige Jacke aufzuhängen. Aber das ist hier auf jeden Fall super gelöst. Ja, dann haben wir gegenüber den Dometic-Kühlschrank, der jetzt gerade nicht aufgehen will. Warum auch immer, jetzt will er. Schön mit dem Eisfach hier oben drin. Nicht riesig, aber es geht auf jeden Fall. Schön dann direkt das Dekor hier von den Möbeln mit übernommen. Oben drüber nochmal ein kleiner Schrank. Ja, und dann vorne das Bett. Demgegenüber haben wir dann logischerweise das Waschbecken. Und die Toilette mit Duschvorbereitung, finde ich cool. Hier ist auch ein bisschen mehr Platz wie schon in manch anderen größeren Fahrzeugen. Da kann man also doch dann ruhig mal duschen gehen. Da hinten nochmal so ein Schränkchen. Ich gehe mal rein. Wo man dann so Badartikel nochmal
separat unterbringen kann. Hier auch direkt der Klopapierhalter. Hier nochmal zwei Haken. Also das ist auf jeden Fall schön gelöst. Ja, und dann halt hier das Waschbecken mit auch nochmal drumherum jede Menge Ablageflächen. Muss man halt alles das definitiv während der Fahrt wegräumen, weil das würde dann nachher nicht mehr da liegen. Unten drunter, weiß ich nicht, auch nochmal ein Schrank. Da kann man es dann wahrscheinlich in kleinen Körbchen reintun. Hier nochmal so ein kleiner Handtuchhalter. Nochmal hier eine Steckdose für eventuell einen Rasierer oder einen Föhn. Ja, und dann halt logischerweise hier oben wieder jede Menge Platz. Stauraum unterm Bett. Ah, schön, die Tellerfeder. Tellerfeder, Lattenrost. Sehr, sehr schick. Kriegt ihr auf jeden Fall einiges noch unten drunter unter das Bett. Hier vorne im Bett habe ich gesehen, da hinten ist noch mal eine Steckdose verbaut. Ich weiß nicht, könnt ihr das von hier sehen? Ich hoffe, da kann man dann auch mal abends irgendwie ein Smartphone laden oder so. Das ist also sehr, sehr schön. So, ich schwenke noch mal hier rüber. So, dann könnt ihr noch mal, wie immer, einmal durchs Fahrzeug schauen. Küchenfläche ist auf jeden Fall auch genug da. Ich habe noch gesehen gerade, ich weiß ja nicht, wo das Radio dafür versteckt ist, aber da sind noch mal Lautsprecher verbaut. Und ja, schönes Fahrzeug. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Das möchte ich jetzt mal gerade schauen. Ah, gedacht. Hier oben ist dann auch das Radio drin versteckt, womit man dann im Fahrzeug ein bisschen Musik hören kann. Ja, ich gehe los und mache mich auf zum nächsten.